Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Fake Grand Order. Ich bin es im Simafix. Sympathy for Soldiers, unser neues Kapitel. Und wir haben einen neuen Gefolgsmann hier, den Wirten Rama. Und hier diesen werden wir auch gleich mal hier zum Anfang nutzen. Wollen wir ein bisschen sabern? Yo, Leute, sabern wir hier. Dann, wo habe ich denn noch mein BDW? Genau, ich hoffe, das klappt so. Wird schon hinhauen. Tja, was beim letzten Mal geschehen? Wir haben es endlich geschafft, hier sind er hier zu finden, seine geliebte Frau. Doch unglücklicherweise war das Glück nicht allzu lang. Denn, ich überleg mal, soll ich mir wieder... Na, ich bleib bei der Rüstung. Das Level dauert aber so ewig lang mit der. Denn die werte Dame und Rama sind von einem Fluch besessen, dass sie sich nie treffen können. Deswegen ist die Dame dann leider sehr schnell gestorben, hat aber den Fluch von Rama hier entfernt. Wir konnten Beowulf, einen Servant, hier auch bezwingen und sind nun in Section 12 Sympathy for the Soldiers. Das heißt, wir müssen nun aus Alcatraz wieder raus und, hier nun mit unseren Assassinen hier starten. Und hoffentlich hier, ja genau, das was hier Geronimo schon macht, nämlich hier die Anführer der beiden Fraktionen eliminieren. How'd it go? I'm done scouting, jeez, I'm really overusing no face making. I can't help it. If I went scouting, I would cause a huge uproar. I guess that's true, but anyway. It seems like they intended to halt a large-scale parade along this major street. A parrot? Why would they do that? That I don't know. Still, it's definitely in what those Celts are preparing. A parrot? How outrageous! No, inviolable! Isn't that the opposite? Archer, what a sad man. Have you never held a parade? Why would I? I'm just a regular guy. Parades are great. All the people shouting my name. The orderly troops marching along in perfect step. One wave of the hand, and I'm showered with wonderful, superb, hooray, Lady Nero, sleep with me. Umu, now I want to alter parade too. I see. That sounds like an exciting time for anyone. Let's take out the target at the parade. Target who? Exactly. The servant with the highest honors held at the parade, although it might not be a servant. Billy, at a parade, the person of highest influence must also stand out the most. That's the whole point of the event, but that also makes it a good opportunity for assassination. It's not easy being a sheriff. Robin, did you notice any servants lurking about? I sense too. If there were any others, they weren't within my detection range. The two there are surrounded by Celtic warriors, so most of the servants are absent. But we don't know for sure. They could have just been outside of Robin's range. There's always a possibility of an ambush. I'm an archer. My servant detection range is pretty far, you know. Then again, servants can indeed close in from outside detection range in an instant. Und dazu ist auch ein Archer, sollte auch merken. What should we do, Geronimo? We have to do it. This is undoubtedly a golden opportunity. We didn't have to fight on the way here at all. Meanwhile, Mesh and Company made a bold move out in the west. I'm sure the enemy is already aware of our actions. They might feel that something is up, but they surely don't think we have this many servants lined up. Yes, so what should we do? Nero, what kind of noble phantasm do you have? My noble phantasm? My noble phantasm is... Wir kennen das, wir haben schon mal gesehen. I see. Then we use that. There's no need to hold back or using noble phantasms. We end things here. That's a great stage for our big moment. Understood. Let's end this quickly and make our escape. Yeah, let's do our best. Ich sehe schwarz irgendwie. Then, let's follow the plan. I use no face making to disappear and get close. Make way for the faceless king. That woman standing above the Celtic warriors. See. She's the queen. Erivan, thank you so much for coming here to see me, Map. This nation belongs to the eternal king. A nation of Chun myself, made by Chun myself, for Chun myself. Be honored that you serve us 24 hours a day. We trust that you are subordinate 24 hours a day. Justice, honor, and glory all belong to us. Robin!
got it. Removing no face in my king. Go, Saber. Yes, leave it to me. Huh? Queen Map, you may look cute, but your reign comes to an end now. Sunlight of spring, dancing flowers, the wind of May, that brush your cheeks, the blessed bells that ring all the way beyond Stella. Open, Nuptia Domus Aurea. Could this be a reality marble? No, this is different. This is magecraft. Unwavering, unhesitant magecraft. It's so beautiful. I want this noble phantasm. This noble phantasm is beyond you, but we have a great banquet for you tonight. Brace yourself. Queen of Connets, Met. Sorry, but we are taking your head. Here goes. Oh my, so many. And because of my Hesperia, my walls are weakened too. This is bad. I'm in big trouble. Big, big trouble. Save me, my king. Bring on your so-called king. This is the moment of truth. Put some spirit into this. Wait, I've got a bad feeling. Yes, this much strength inside my golden theater. A bold plan, but a failure. You should have targeted me, not Matt. Tight the flight to Tulane, still in that ominous form, I'd see. It seems you are the holder of the Holy Grail. Huh, I don't care about the Grail. I gave that thing to Matt. Then what's the strength? You're within Nero's bounded field. I wished for it. What? I wished for truth to become a king. A strong and wicked king who could stand equal to me. I see. If it's a wish up in the Grail, it's no wonder they can't surpass this bounded field. That doesn't matter, all I thought was the situation. I decided to reign supreme as king and fight with all of my might. Oh, so you're a king? Let me ask you, as an emperor, how do you intend to take the right of leadership? I fight, kill and conquer, that's all. Is that really all? I'm not the type to rule through wisdom. Besides, everyone living on this land is a warrior. I'll take everything, kill everyone and dominate everywhere, then. When there's nothing left, I'll return to the void. What? In that case, you're no different from a mindless beast. And what's wrong with that? We were born into an era that's neither dream nor reality. If everything's an illusion to begin with, we should all vanish without building anything, no? So you would deny prosperity? You're not fit to be a king. Oh, but he is. The qualification to be a king is absolute strength. Enough to declare domination and create a nation alone. That alone is enough for people to follow. Everything else can be handled by others. I mean, mankind is enslaved by strength. The weak will cling to the strong as long as they get to pick up their leftovers glory. That's just the way of the world. Aren't you the same? Ha! Huh. I like lions, but mad dogs aren't my cup of tea. When it comes down to it, you're just another dog, a bitch, who seduced the lion. Oh! That's fine. I don't mind being a bitch. I don't mind at all. I mean, I fell in love. What am I supposed to do? That's right, ever since the day I failed to take Ulster. A warrior who wouldn't become mine. A man who didn't head to my will. A great hero who protected his nation alone, who boasted to none, and indeed his life with a smile. As far as I know, Chuchulain is stronger than anyone here, anything, and I've always loved him. I see. Then watch as the man you love falls. Here I go. We are right behind you. Got it. Wait, are you kidding me? A servant, he first what it says. To be perfectly honest, I thought Chu would be more than enough here. But I figured I'd have one more as backup, just in case. I'm so smart. Huh? Oh dear, don't look at me like that, Chu. This doesn't mean that I don't trust you, okay? But sometimes there's strength in numbers, you know, like right now. I handle that woman. Take care of the other weaklings. Are you excited? No, this is a matter of principle. If she calls herself an emperor, then it's my duty as a king to crush her. Okay, then go right ahead and handle the others, Arjuna. Did she say Arjuna? What? Arjuna, the eternal arch enemy of Karna.
This is the worst. To think that they have something like that hidden up their sleeve. And I missed it, Dim. I have no intention of making you suffer. Please, let me finish my duty quickly. What should we do, Geronimo? Robin! What? Take the communicator. Use no face making and get out of here. We buy you some time. What are you doing, Archer? Go! Unfortunately, I can't leave this place. I cannot afford to leave. I need to teach this man a thing or two about how to conduct himself as a king. Listen well. You must live and meet up with Maxie. We haven't been defeated yet. Just go and return to this land with the song of victory. That's a tough order, but I got it. I'll be getting out here of here first, your majesty. Yes, that's more like it. Hunt of the forest, I'm counting on you. Now then, sorry to keep you waiting, Tutelaine. So, funny man, I think you're overdoing it a bit with that imposing look. You're right, but give me a break. This is me holding it back as much as I can. Got that, girl? If you intend to win, you've got to settle things before it bursts open. Now why don't you show me how a king is supposed to act? I have no intention of learning though. Stuff like that isn't tasty. It's not tasty, but it's meaningful. King of Beasts, I'll beat some humanity into you. Und unsere vereinten Kräfte wurden hier wahrscheinlich geschlagen. There seems to be some survivors left. We should eliminate them as soon as possible. Right, once we're done with this assassination, I need to have that singing match with Saber after all. I see. I hope that works out for you. Wir haben alle unsere Probleme. Also verdammt viel passiert. Also ganz ernsthaft auch so von den Cutscenes. Das ist tausendmal mehr als noch also in den vorigen Kampagnen. Ich meine, Okeanos, wie gesagt, in der zweiten Hälfte war das dann auch. Aber auch in London. London war auch so richtig planlos. Und hier richtig dramatisch. Also unsere Freunde haben es hier in die feindliche Hauptstadt Washington geschafft. Haben es hier geschafft, die Queen Map und ihren Gefolgsmann hier zu finden. Der hat übrigens eine Frau als Synchrosprecherin. Aber nun gut, jedem das seine. Machen wir so. Und ja, es sah eigentlich kurzzeitig eigentlich ziemlich gut für uns. Wir haben sie hat die Reality Marble erschaffen. Aber unglücklicherweise war das noch nicht genug. Denn niemand anderes als eine Pestbrut ist hier aufgetaucht. So, also Tutelaine hat hier nicht mehr den Heiligen Gral, sondern Map. Also sie erstmal eigentlich unser Ziel. Doch sie hat sich gewünscht, dass ihr König unbesiegbar ist, was natürlich eine ganz gefährliche Kombination für uns bedeutet. Dazu ist Arjuna aufgetaucht, den der blöde Robin Hood natürlich nicht gesehen hat. Und Arjuna ist der Bruder, also der Stiefbruder von Kana. Und wie schon gesagt wurde, ist hier der ewige Erzfeind. Und am Ende haben ja die beiden sich gegenseitig dann hier umgebracht auf dem Schlachtfeld. Und Arjuna gilt ja auch als einer der größten indischen Helden. Mama PDW, was habt ihr alle gegen den? So. Aber. Na okay, Noble Fantasy krieg ich mit ihm jeder. Der Mann, was meine Freunde, gell? Jetzt langt's mir, Mann. Unsere Freunde kämpfen ja bis zum Tod, aber ich befürchte fast, zu unserem schönen Gesangsbattle wird es niemals kommen. Denn ich glaube leider, dass die gute Saber das alleine nicht schafft, hier den König der Bestien hier zu bezwingen. Aber nun gut, Leute. Wir fighten jetzt erstmal mit allem, was wir haben, oder? デッドエンド。アザーク。私は来た。私は見た。ならば次は勝つだけのこと。クロテアボース。 BDW ist Noble Fantasy hat aber mehr Schaden gemacht. Aber ich meine, okay, das ist ja auch ein Buster-MP. Aber trotzdem, hat mich gewundert. Ich
dachte, Caesars macht mehr Schaden. Aber okay, haben wir es geschafft. Das waren jetzt hier ein paar Schwächlinge. Und ja, wenn das weiter hier so an den Gegnern uns erwartet, dann denke ich, sollten wir rauskommen. Trotzdem, Mann, ich finde es... keine Ahnung, Mann. Das ist so furchtbar, Mann. Ich habe jetzt keine Ahnung, was mit denen hier passiert, Mann. Aber ganz ernsthaft, es kann eigentlich nur auf eins rauslaufen, dass dieser Missbruder Arjuna, den ich eh nicht mag, der hat meinen guten Kana bezwungen, Mann. So, ja, nehmen wir... Jo. Saber, ja, können wir nehmen. Sollen wir uns einen Lance? Ach, ich tue BDW mal raus. Und dafür Davy rein, oder? Davy. Oder ein Rider. So, ich meine, ich nehme meine Summer Morded mal wieder. Komm. Und dann auf zweites nehmen wir Vlad. Ich denke mal, wir werden Vlad brauchen. Ich bin mir echt ziemlich sicher, dass wir ihn brauchen werden. Ich habe noch 84 Punkte. Ach, dann geben wir ihm das. Also, weiter nach vorne, meine guten Freunde. Now let's leave this island. Wait, enemy signal is detected. Servants closing in. These are the first enemy's servants you meet. The first enemy servants? Fionn McCummel and Dermot Dubian? Hey there, Lady Mesh. Do you remember my promise from before? Oh, Dad. Yes, I'm serious this time. That is, if you manage to survive your defeat. You'll be mine. In other words, I want you as my bride. A proposal? That was a marriage proposal just now. Mesh, you're unexplainably popular. I already declined. Or rather, considering the situation, it's out of question. No, don't say that. We've been moved by your tremendous courage, Lady Mesh. Diarmond can't stand woman, and even he's interested. Are you sweeping her off her feet right before my eyes again? I wouldn't do something like that. I'm not even thinking about it. I just simply admire Lady Mesh for unwavering courage, that's all. I'm joking. I took it too far. Don't worry about it. I should be the one begging for forgiveness after all. Yes, I really can't do anything about his personality of mine. However, that's enough. I stopped joking around. I let her go of all the grudges I had in life. That's because... Young warriors, we are here to fight side by side. There is no greater joy than that on this earth. Of course, that's most certain, my king. We can make up for the numbers with our own. Be a wolf, what do you say? I don't feel like it, I'm going back east. Besides, I didn't take on this job because I wanted to. I see, do as you please, very well, we'll fight this one by ourselves. Here they come, a large enemy of Celtic warriors. Well, then you resurrected a mighty servant who could stand up to this army? That's right, master. There's no need to worry. My noble phantom is the divine blade, bestowed by Brahma. Sheer numbers are no match for me. Not to mention, I am now one with Sita. If you're seeking to defeat me, bring a million soldiers and their leader with 10 heads and 20 arms to face me. Könnte aber eine Weile dann dauern und so viel AP, glaube ich, habe ich nicht. So, also, das war das, auf was ich mich natürlich sehr gefreut habe. Oh. Zwei Lancers. Leute, die werden jetzt noch nicht in der ersten Welle kommen, weil es kommen jetzt noch Sabers und Casters. Aber irgendwann, wenn da der erste Lancer steht, dann werde ich auf meine Friends, werde ich nicht die Story-Dinger nehmen, dann werde ich irgendeinen Friend zusammen machen, weil es wird so nix. Das wird sonst gar nichts. Ich habe irgendwie diese sehr schlechte Party zusammengewählt, aber ich will unbedingt wieder Noble Phantasm raushauen. Auch wenn ich glaube, das wird mit Rama nicht so gut laufen, weil der schwach ist. Ah, da haben wir Summer Mordred! Die schon 10 Level schwächer ist, Mann. So, ihr seht übrigens, sie ist angezogen, Mann. Jack zieht sich aus. Sie zieht sich an. Jedem das seine. Aber ich will unbedingt sein Noble Phantasm sehen. Aber ich sage ja, wenn er nur eine Arztkarte hat, Mann, dann ist das immer ein bisschen tricky. So, greif nicht. So schnell kann ich gar nicht sprechen, wenn ich euch sagen soll, ihr solltet nicht angreifen, dass ihr ihn schon halb hier getötet habt. Sehr gut. Auch ein paar Crit-Stats gesammelt und 83. So, jetzt braucht man ein Arzt-Kombo.
Wo sind denn meine verdammten Lancers, wenn ich sie brauche? Ach, das sind wieder nur zwei Wellen. So, dann gehen wir auf den Druiden. Bitte, bitte. In dieser Runde. Tut mir nur einen Gefallen. Für den Netrama. Alles andere ist mir wurscht. Okay, das ist in Ordnung. Man kann ja auch leben. Ist auch in Ordnung. So. Wollen wir noch eine Runde warten? Aber Caesars MP kriege ich nicht so schnell voll. Das ist mir wurscht. So, denn jetzt heißt es erstmal ein bisschen Surfing-Zeit ist angesagt. Wäre natürlich schlau gewesen, auf den Saber zu gehen. Aber man kann nicht alles haben. Und ihr seht, man, das ist das geile am Mord. Und man hat jetzt schon wieder hier nach dem einen Move hier Noble Phantasm schon wieder eigentlich voll gehabt, man. Ich hätte halt jetzt eine Party aus mehreren Arts besitzen haben müssen. Dann kann man hier Noble Phantasm echt unbegrenzt spammen. Also sowas wie zum Beispiel Hans oder meine Zansang. Nun gut, Leute, damit haben wir auch diese Schlacht geschafft. Und bevor wir schauen, wie es weitergeht, machen wir erstmal wieder einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Let's Play Fake Grand Order. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ciao.